miteinander, da sind wir wieder, wie der Markgraf. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Jo, wir knüpfen uns auch nächste Woche an. Nächste Woche soll ich schon, letzte Woche an. Na, da habe ich auf dem Acker davon nicht, da habe ich ja etliche alte Münzen gefunden. Da sind wir hier sogar dabei. Und der Acker hinter mir, der gehört den Nachbarn, da war jetzt gerade dort, habe ich ausfindig gemacht. Der ist zwar schon angesät, aber ich darf noch drauf, hat er gesagt, kein Problem, Löcher wieder schön zumachen, dann passt das. Jo, lasst uns einfach mal überraschen. Vielleicht gibt es ja wieder ein paar schöne Funde. Seid mit dabei. Legen wir los. So, hier sind wir beim ersten Signal. 67, 69. Liegt auch nicht tief drin. Schauen wir mal. Ach, da haben wir es doch schon. Eine Übungspatrone. Also erst davon, Übungspatrone und weiter geht's. So, da sind wir beim nächsten Signal. Oh, da kratzt ein bisschen mit Eisen dabei, aber ja, jetzt schauen wir einfach mal nach. 65 rum. Draußen haben wir es, bleibt bei 65. Schauen wir mal. Die nächste Übungspatrone. Gut, nehmen wir mit. Und weiter geht's. Da haben wir jetzt unsere erste Münze. Einen verransten Zweier. Ja. Deutsches Reich 1875. Aber der ist fertig, mein lieber Schwan. Gut, machen wir weiter. ...56, 56. Könnte aber auch ein Patroner sein wieder. Schauen wir einfach einmal. Draußen haben wir es, jetzt kratzt es auch noch ein Eisen. Schauen wir mal. Mal suchen. Ja, einmal will. Muss auch dabei sein. Gut, nehmen wir mit und weiter geht's. So, wir haben da ein Doppelsignal. Aber auch wieder Kratzen dabei. Kommt so um die 50 Euro rein. Ja, da wird er gar nicht tief liegen. Kicken wir mal. So, müssen wir eigentlich schon draus haben. Ne, einmal Abziehlasche. Schrott geht weiter. Okay, bis zum nächsten. So, da haben wir den nächsten Pfund. Wir haben eine 66 reingekommen. Schnapszoll. Und da haben wir den Brocken drin. Das schaut nach Blei aus. Ja, jawohl. Eine Musketenkugel haben wir da. Aber was für ein Brummer? Ich glaube, die Franzosen haben die großen gehabt. Muss ich mal meinen Markus einmal fragen. Jo, einmal Musketenkugel und weiter geht's. So, da haben wir ein Doppelsignal wieder. 50, 53. Naja. Werden wir sehen. Das ist doch glaube ich was. Was haben wir denn da? Ein Zahnrad oder sowas. Ja, ja. Schauen wir aus wie irgendwas von einer Taschenuhr. Gut, machen wir weiter. So, da haben wir den nächsten Pfund. Und da haben wir einen Koppelhaken. Oh. Oh, das fehlt mir aber.
Schaut euch mal den Zustand an, he? Ist das nicht schön? Also so bin ich noch nicht gefunden. Wahnsinn. Coole Sache. Ja, laufen wir mal Richtung Auto wieder vor, ja. Okay, und weiter geht's. Da, wir haben da das nächste ausgeräumt, mit einer 66 wieder reinkommen und da haben wir die nächste Kugel. Die ist aber ein bisschen kleiner. Aber es hat sich was getan da. Jo, und schon machen wir weiter. So, da haben wir das nächste. 75, 73. Das ist ja gar nicht tief. Das kann jetzt wieder ein Draht sein, das kann alles Mögliche sein. Na, jetzt müssen wir mal da reinschauen. So, da haben wir noch irgendwas. So, ah, Leute, der 1. Mai ist fast schon rum. Ja, herrlich. Einmal 1. Mai, Tag der Arbeit. 1934 müsste das sein, das Runde da, ja. Ich kann es noch nicht ganz lesen. Ja, ja, 1934. Einmal Tag der Arbeit. Und weiter geht's. So, da schon wir wieder mal neu. 65 bis 68, das könnte wieder Blei sein. Na, tief ist auch nicht. Und neugierig sind wir auch. Aber nochmal eine Moskenkugel. Awa. YouTube lässt grüßen. Haben wir noch viel Scheiß. Traditionell und zuckerfrei. Ja, fürs Maul. Weg damit. So, da klingelt es wieder ein bisschen mit Eisen. 51. Na ja, komm, schauen wir nach. Wenn wir eh so wenig Signale heute haben. Nur draußen haben wir so, bleibt bei 53. Was hat denn der Pini? Wir werden jetzt verarschen. Da haben wir doch was. Ah, eine Plombe, eine kleine, wa? Jo. Geh aus. Da haben wir eine kleine Blombe. Ja. Da können wir aber nichts mehr drauf, die ist auch fertig. Jo, einmal kleine Blombe. Nehmen wir auch mit. Und weiter geht's. So, gleich da daneben noch einmal. 80, 81. Hm. Und hier kommen wir da kein BMG-Geschoss wieder. Die kommen da auch mit 80 rein. Ja, schauen wir da mal. Yes, yes. Ne. Da haben wir vom alten Wasserhahn. Ja, so bleibt da. Vom alten Wasserhahn, das Drehrädler. Ah, nicht schlecht.
kommt das mit 80 rein, ja? Sauber. Da haben wir das nächste, 72, 73. Ja, schauen wir mal, was das sein könnte. Da habe ich was. Was soll denn das sein? Das habe ich aber auch noch nicht gesehen. Nee, schwer ist es auch. Ja. Hat es da abgebrochen? Ja, wahrscheinlich irgendwie ein Verbindungsstück gewesen. Ich habe gemeint, das ist ein Gewinde da oben, ist aber auch keins. Naja, ich tue es auf jeden Fall mal zum Schrott. Und weiter machen wir. So, nach gefühlten 2 Stunden, mein lieber Schwan, ich bin jetzt da den ganzen Acker bis da hinten gelaufen, daher, da vorne am Waldrand entlang. Da habe ich gerade einmal, glaube ich, 2 oder 3 Signale gehabt, ein bisschen Schrott. Und da haben wir sonst mit 63 reingerichtet. Ich habe auch schon draußen, da liegt er. Da haben wir einmal einen Niederhaken. Jawohl. Da ist ein wenig Schlichtkeiten. Einmal Niederhaken. Okay. Jo, und weiter machen wir. So, wir haben da das nächste Signal, Leute. Boah, endlich wieder mal was Rundes. Es ist mit einer 77 reingeschneit. Ihr seht es wahrscheinlich auch schon. Da haben wir den Fund. Oh oh. Leicht Kupfer. Und blank. Blank ist er total. Na, da unten kann man, glaube ich, noch was lesen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Pah. Muss ich mal ein wenig sauber machen. Na, Knopf ist es nicht. Aber so zerranzt, ich mache noch mal ein bisschen sauber. Jo, wir sind beim nächsten Fund. Ja, die andere Münze vorhin, die habe ich noch mal ein wenig sauber gemacht, aber da hat man gar nichts mehr erkannt, die war richtig platt. Ja, und da haben wir jetzt mit 66 wieder eine Runde ist. Eine Muskelkugel noch einmal. Ja, die ist aber auch schon ein fertig. Jo, eine Musketenkugel, machen wir weiter. So Leute, ich bin platt. Das war's wieder für heute. Aber war doch eine schöne Runde wieder. Wetter hat passt. Kurze Hosen nicht so. Aber frei. Ja, von den Funde her, so toll war es eigentlich nicht. Könnte besser sein. Ich bin jetzt auch schon wieder über 5 Stunden gelaufen. Die Funde waren eigentlich mehr wenig. Naja. Auch solche Tage gibt es hauptsächlich draußen an der frischen Luft. Das passt doch. Ja, also wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren. Und wir sehen Sie wieder beim nächsten Video. Also bis dann. So Leute, wir sind beim ersten Signal. Liegt schon fast an der Oberfläche wieder. Einen Reichspfennig haben wir da. Dritte Reich, 1939. Jawohl, da haben wir den Acker. Da seht ihr nächste Woche einen Fenchel an, aber wir dürfen nur drauf gehen, Herr Mann. Jawohl, schauen wir halt mal weiter. Da und gleich nehmen wir das nächste. Erst ich meine, das ist ein Zink, he? Aber nein. 10 kann man noch erkennen, aber was soll denn das da oben sein? Groschen sind das auch nicht. G, S, F. Das muss ich da mal sauber machen. Das sehe ich da auf jeden Fall gleich mal in gereinigten Zustand. Ja, Fahrradrauch ist und auf geht's. ...78, 79. Und schon schauen wir. So, haben wir schon draußen. 79. Jetzt schauen wir mal. Thank you.
Das ist tiefer drin. No. Aber richtig lehmig da unten. Ah, jetzt sind wir draußen. Da tüt er doch schon. Oje, oje. Was haben wir denn da? Pfeifendeckel oder was? Schaut bald so aus, da hinten ist das Scharnier. Ja, das könnte der Pfeifendeckel sein. Ja, auch nicht schlecht. Und weiter geht's. So, wir sind aber am nächsten Fund. Da haben wir das draußen. Einmal. Es war einmal ein Reiter. Ohne Kopf und ohne Füße. Jo mei. Finde ich immer wieder gern. Naja. Gut, nehmen wir an mit, ganz klar. Und weiter geht's. Ja, was haben wir denn da? Schau mal her. Da kommt ein kleiner, he? Ein Pferd. Ja, Angst habe ich, kann ich aber rennen, kann ich oder was? Ihr Deppen. So. Ja, dann machen wir halt weiter. Wir haben noch keine Angst. So. Mensch, der Acker, das war ganz schön voll mit Schrott, mein lieber Schwan. Aber egal. Aber es war noch kein Mensch auf den Acker. Ja, der ist recht standnah. Okay, suchen wir mal weiter. So, wir haben da den nächsten Fund, der liegt noch da drin. Aha. Ein Knöppi. Aha, die Öse ist auch noch dran, jawohl. Das passt doch einmal. Ja, aber der ist blank. Wie meistens. Einmal blank. Okay. Nehmen wir natürlich auch wieder mit, ganz klar. Jo. So, wir sind beim nächsten Fund heute wieder. Schaut mal her. Keine Ahnung. Was für Zier ist es? Abgebrochen ist es. Also da bin ich mit meinem Latein am Ende. Keine Ahnung, was das sein soll. Irgendwie ein Beschlagteil oder was? Null Ahnung. Ja, wir werden mal recherchieren. Jo, so. So, wir haben da den nächsten Fund. Eine Musketenkugel haben wir da. Auch nicht schlecht. Jawohl. Boah, geht da der Wind. Ich weiß gar nicht, ob ich mich überhaupt noch verstehe. Naja, okay, machen wir weiter. So, Leute, wir sind beim nächsten Loch da. Ich hab's auch schon draußen. Na, da haben wir doch. Ui, das ist aber eine schöne große. Ja. Einmal Muski. Glaube ich, die zweite. Auch nicht schlecht. Nehmen wir doch immer wieder mal gern mit. Die ist noch gar nicht so weiß. Herrlich. Gut, bis zum nächsten von uns. Jo, wir sind aber am nächsten Aushub. Und zwischendurch gibt es halt einmal die Plombe. Null, keine Null. Was haben wir da? HS oder H8? Keine Ahnung, kann Hafer sein. Kann auch Salzblumen sein. Tja, da müssen wir mal recherchieren. Okay, machen wir weiter.
Wie war das, seht ihr schon? Da unten liegt an der Oberfläche aber wieder Zinker. Ja, ja. Absolut blank, der war schon zu lange an der Sonne gelegen. Ja, haben wir. Ja, laufen wir dann auf jetzt. Der Wind, der bläst wieder wie blöd. Naja. So Leute, ich habe jetzt da ein Signal mit 80 reingekriegt. Schaut euch mal das an. Das schaut aber aus wie ein Dollarzeichen. Schade, dass man da nichts mehr drauf erkennt. Da hinten schaut aus, als wenn da so ein Wappen drauf wäre. Schade, dass die schon so fertig ist. Was könnte denn das sein? Ja, die muss ich da mal richtig schön sauber machen. Vielleicht bringe ich da noch was raus. Aber so eine habe ich jetzt noch nie gesehen. Ja, so arg dünn ist die aber auch gar nicht. Aber keine Ahnung, was das ist. Vielleicht wisst ihr hier was. Komisch. Gut, machen wir mal weiter. Wird interessant. Da sind ja die nächste. Mei, alles von der Zinke. Da findest du ja, ich habe jetzt glaube ich schon 7 oder 8 Stück raus. Da. Ich habe ja nicht mal gefunden, weil das liegt bei mir im Müll. Die nehme ich zwar mit, aber da her. Der war auch wieder an der Oberfläche gelegen. Ja, der kommt bei mir ab im Müll daheim. Mei. Ja, der Boden, der ist da dermaßen sauer. Ja. Naja, mitnehmen wir, leider machen, den aufgeben. So, wir haben da das nächste rausgeräumt. Aber wieder mit einer 80 reingekommen, das muss da draußen jetzt irgendwo sein. Schauen wir es miteinander nach. Da muss es sein irgendwo, ja. Ah, da, ja. Da. Ein Deckel oder was wieder. Ach, na. Ach, schade, dass das so fertig ist. Ihr könnt es erkennen, ne? 1934, da haben wir wieder am 1. Mai. Tag der Arbeit, aber der ist auch fertig, mein lieber Schwan. Schade. Schau doch, den brauche ich gar nicht mehr biegen, der bricht da schon auseinander. Naja, nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Jo! So Leute, machen wir Feierabend. Der Wind wird wieder viel zu arg, da hinten kommt schon wieder, es dunkel. Und wie gesagt, also der Acker, Müll ohne Ende. Ja, okay, ein bisschen was haben wir auch gefunden, macht nichts. Okay Leute, wenn es euch ein bisschen gefallen hat, Daumen nach oben wie immer, Abo nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, euer wieder Markgraf. Musik.